Gehen Sie schon mal vor? Ja. Kannst du schon mal aufs Bett setzen? Also auf mein Bett. Auf mein Bett musst du dich setzen. Ja, das Ding ist, ich kann hier auch gut abschließen, deshalb müssen wir hier in das Zimmer. Aha. Ja. Und weil die Sache ist die, erstmal musst du dich da hinlegen. Ja, eigentlich schuldest du mir ganz viel noch. Aber was würdest du mir geben? Ich glaube, dass wir uns einig sind. Warte. Ich habe extra zu Dings gesagt, dass er das hier frei machen soll. Ich muss erstmal durch deine Haare wuscheln. Kannst du dich ein bisschen entspannen? Gottes Willen. Ich habe mir einfach nur die ganze Zeit gesagt, du machst das jetzt, du machst das jetzt, du machst das jetzt und du machst es einfach so wie die Pussycat Dolls. Schmeißt ihn einfach so richtig nuttig aufs Bett, schmeißt dich rauf und dann hat das echt gut funktioniert mit ihm. Es war auch richtig schön, mal wieder mit Gefühl jemanden zu küssen, ohne dass es ein Sexdate ist oder sowas. Und der Kuss war total schön. Und es waren ja, ich glaube, 500.000 Küsse ungefähr. Ich habe auch das Gefühl, dass es auch auf Gegenseitigkeit beruht. War das dein Vorhaben jetzt? Ja. Ich habe das auch nicht ausgeschlossen. Ich dachte mir so, Chino, ich wollte dir noch was zeigen. Ich habe mir den Kuss mit Chino anders vorgestellt. Ich küsse schon super gerne und ich kann mich schon ein bisschen auch auf andere einstellen, aber beharre da schon so ein bisschen auf meine Kusstechnik. Und das hat nicht so ganz zusammengepasst.